Hallo zusammen, im heutigen Video zeigen wir euch mal wieder ein Tiervideo. Und zwar, es geht jetzt um diesen Pferdekopf. Also wir hatten schon mal, glaube ich, ein, zwei Köpfe mal gezeichnet von der Seite. Und diesmal zeigen wir euch, wie so halb frontal der Pferdekopf aufgebaut ist. Also als erstes skizzieren wir uns grob die Form. Das heißt, wir gehen aus so einem großen Ei heraus, sozusagen. Da vorne ist noch mal die Schnauze und skizzieren ganz grob die Ohren. Ganz wichtig, schaut darauf, wo die Ohren, dass sie in einer Flucht mit den Augen sind, wenn man jetzt noch eine Senkrechte zieht. Sozusagen das rechte, jeweils der rechte Kante des Ohrs, wenn man die runterziehen würde zum Auge, dann ist die richtige Platzierung der Ohren schon mal garantiert. So, und dann, wie jetzt hier in dem Fall mit dem Fineliner, ganz locker in der 45 Grad Schraffur immer wieder schraffieren und natürlich darauf achten, wo die hellen und dunklen Bereiche liegen, dort nochmal ein bisschen kräftiger das Ganze zu gestalten. So, das geht dann hier rum zum einmal sozusagen um den Kopf herum. Und schraffieren jeweils die Schattenseiten auch. Das heißt, wie wenn irgendetwas auf einer Fläche auflegt, zum Beispiel wenn ich jetzt auf den Finger auf den Tisch lege, dann seht ihr immer, dass unter dem Finger ein Schatten entsteht. Das ist immer ganz wichtig, auch zu sehen und zu beobachten, weil das ist eigentlich jeweils das, was die Zeichnung auch so ein bisschen authentischer macht. Also das Ganze hier haben wir etwas vorgespult, aber im Original dauert es in etwa 15, 20 Minuten. Und ihr seht, das ist schon ein ziemlich großer Kopf, das ist so ein A3-Format. Das heißt, wenn ihr mal selbst jetzt eigene Tiere mal skizzieren möchtet, dann ist das eigentlich ein schönes Format, weil die Details auch gut zur Geltung kommen. Mache ich das eine ganz kleine Zeichnung, kann ich natürlich sehr schwierig kleine Details um das Auge herum mal darstellen. Wie jetzt hier bei den Wimpern sieht, einfach, es ist zwar weiß, weil das Licht drauf stand, aber es ist einfach nur ausgelassen. Es ist an der Stelle nicht schraffiert. So, dann wird es weiter schraffiert. Immer ein bisschen Licht und Schatten achten. Und vor allem natürlich so, wie jetzt die Vertiefung, Nase, Auge, da natürlich ordentlich dunkler. Das heißt, da geht man schon zwei, dreimal dumm rum, um die Tiefe zu erzeugen. Also was, wenn ihr euch für sowas interessiert und das zum Beispiel in unseren Kursen mal zeichnen lernen möchtet, ob es jetzt das Ganze für ein Studium ist oder ein Freizeitkurs, dann lernt ihr natürlich erstmal einmal mit dem Bleistift ein bisschen mehr zu skizzieren. Ihr habt gesehen, wir haben nur ganz grob die Form angerissen und dann gehen wir schon sofort rüber zum Fineliner. Aber da ist natürlich die Gefahr groß, wenn man sich vertut, dann ist es eigentlich auch zu spät. Aber der Vorteil wiederum bei solchen Sachen ist, dass ihr eigentlich einen sicheren Strich übt und nicht immer wieder radiert, und eigentlich nie sieht, was ihr eigentlich falsch gemacht habt. Deshalb ist eigentlich ein Fineliner oder Kugelschreiber oder ähnliches bestens zu empfehlen. Und wie gesagt, bei uns im Kurs lernt ihr eigentlich die kompletten Grundlagen, auch zu wissen, wie so ein Tier aufgebaut ist, welche, wenn ich jetzt einen Hund, Katze zeichne, wie sind die Proportionen, worauf muss ich denn achten, Schattierung, also all diese Sachen, die ihr einfach jetzt mal so komprimiert sieht, das lernt ihr natürlich im Detail. Das ist einfach nur jetzt für euch,
wenn ihr sagt, okay, ich habe selbst, zeichne auch ein Pferd, aber so reduziert als eine Strichgrafik kann es eigentlich auch aussehen. So, dann wird die Mähne hier ein bisschen noch angedeutet und gleich auch die Ohren. Auch ganz locker im Anschraffiert. Und in dem Bereich dann nochmal die Schattierungen. Das heißt, das Licht kommt von uns aus gesehen links. Die Mähne lassen wir ein bisschen heller, weil die natürlich, sonst ist das nicht zu unterscheiden mehr vom Kopf. Und ganz wichtig, ihr seht natürlich das Ohr, also von uns gesehen das linke Ohr, wirft Schatten auf den Kopf. Deshalb ist da auch anschraffiert. Das sind so wirklich sehr, sehr wichtige Sachen. Achtet darauf, wo Licht und Schatten ist, um das nochmal gut aussehen zu lassen. Und dann immer einen lockeren Strich, dynamischen, auslaufend, nicht so abrupt abbrechen. Und so wäre die fertige Zeichnung. Ja, viel Spaß beim Nachzeichnen oder einfach etwas Eigenes entwickeln in dem Stil. Ansonsten, wenn euch das interessiert, schaut unter onlinekurse.akademiehohe.de. Da gibt es viele interessante, ausführliche Tutorials. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Euer Akademie-Hohe-Team.